Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Factory TV. Ich spreche heute mit Matthias Reisch, dem Gründer von TextButler. Hi Matthias, schön, dass du da bist. Hallo Maren, vielen Dank für die Einladung. TextButler macht Steuererklärungen, die sich von alleine machen, und zwar online. Wie funktioniert das? Ja, einfach und leicht. Es funktioniert ausschließlich über Smartphone oder grundsätzlich über Smartphone. Das heißt, der Kunde loggt sich ein und macht dann im laufenden Jahr Fotos von den steuerlich relevanten Belegen. Wenn er Fotos alle gemacht hat, extrahiert die App die Daten aus den Fotos, dann klickt er auf den Button Steuererklärung erstellen und dann macht die Software selbstständig, ohne dass der Kunde irgendwas eingeben muss, die Steuererklärung zeigt sie ihm an, er kann sie prüfen und mit einem weiteren Button verschickt er sie dann online ans Finanzamt. Wie sicher ist dieses Verschicken der Daten und Dokumente bei euch? Das ist auf dem neuesten Standard. Das ist also erstmal alles grundsätzlich SSL verschlüsselt. Die Dokumente sind nochmal extra verschlüsselt. Und wir nutzen ja die Schnittstelle des Finanzamts, die da natürlich einen extrem hohen Sicherheitsstandard haben. Und die ganzen Daten werden bei uns ausschließlich in Deutschland auf dem deutschen Server gehostet. Wie sieht es denn mit der Konkurrenz aus? Es gibt ja schon ein paar Anbieter, die Steuererklärungen online anbieten. Was ist der USP von TextButler? Wir haben zwei USP. Der erste USP ist es, dass wir die einzigste Software sind auf dem Markt, wo ich die Steuererklärung während dem laufenden Jahr machen kann. Das heißt also, ich kaufe es am Jahresbeginn, mache im laufenden Jahr die Fotos und bin am Jahresende mit der Steuererklärung fertig. Und der zweite USP ist, dass ich halt keinerlei Dateneingabe habe. Das heißt, ich muss ja nur die Fotos machen und der Rest macht die App. Bei allen anderen Angeboten auf dem Markt muss ich alle Daten manuell eingeben und deswegen ist für Smartphone gar nicht möglich. Wie schätzt du denn die Bereitschaft der Kunden ein, das wirklich online zu machen, anstatt jetzt zu Hause das selber zu machen oder vielleicht zu einem Steuerberater zu gehen? Die Bereitschaft ist sehr hoch, vor allem das Online ist sehr hoch, weil die Kunden heute nicht mehr irgendwo hinfahren wollen, Parkplatz suchen. Und allein, wenn man den vergleichbaren Markt anschaut, im Online-Banking, also Bankkunden nutzen zu 50% Online-Banking. Und das Ganze online hochzuladen, war die Idee der Kunden oder der Wunsch der Kunden. Insofern haben wir eigentlich nur diesem Kundenwunsch entsprochen. Wo steht TextButler denn jetzt? Ihr habt 2013 gegründet, vor 3 Jahren. Wo seid ihr und wo möchtet ihr noch hin? Ja, aktuell haben wir jetzt den Proof of Concept erfolgreich abgeschlossen mit über 1000 Steuererklärungen. Und jetzt der nächste Schritt ist, die Skalierbarkeit nachzuweisen. Dafür werden wir jetzt eine Runde machen mit 250.000 bis 500.000 Euro, sind also auf Kapitalsuche, um dann für ein VC interessant zu werden, um dann die Skalierung wirklich dann umzusetzen und dann auch zu internationalisieren. Hättest du für andere Junggründer und Jungunternehmer vielleicht einen Tipp für einen gelungenen Start für das eigene Startup? Ja, dass man über die Idee mit so viel wie möglich Leuten reden sollte, damit man so viel wie möglich Feedback bekommt und das noch runter bekommt, die Idee. Und wenn man sie dann umsetzen möchte, einfach dranbleiben, weil oft ist nicht die Idee entscheidend, sondern dass man einfach konsequent an seiner Idee dranbleibt und sie umsetzt. Also ihr habt es gehört, bleibt an euren Ideen dran und seid leidenschaftlich dabei und dann funktioniert das auch. Ich danke dir vielmals fürs Interview, Matthias. Ich würde sagen, das war's von heute von Factory TV und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.